Einen wunderschönen guten Tag. Nee, Moment mal, falsch rum. Ja, Newsflash, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtstage. Eine schöne Weihnachtszeit, was auch immer. Für diejenigen von euch, die arbeiten müssen, und zwar in irgendwelchen wichtigen Berufen, die jetzt keine YouTuber sind oder sowas. Vielen Dank für eure Arbeit auf jeden Fall. Ja, frohe Weihnachten wollte ich sagen. Wir sind hier mit einem ganz normalen Newsflash. Relativ wenig News, deswegen vielleicht ein bisschen kürzer. Aber wir reden natürlich auch über das Thursday Night Football und die College Football Playoff-Spiele, also die Halbfinals sozusagen, sind bevor der nächste Newsflash kommt. Deswegen rede ich da am Ende auch ein kleines bisschen drüber. Und hier ist übrigens nichts passiert, er ist mir nur von Messer runtergefallen und ich habe aus Reflex aus Versehen versucht zu fangen, habe mir dabei so winziges bisschen den Finger geschnitten, also alles gut. Wir fangen ganz klassisch an mit dem Thursday Night Football Rückblick. Das war wieder kein geiles Spiel, wenn ich ehrlich bin, aber wieder ein knappes Spiel, also auf einem komisch schwankenden Niveau, und wir haben mal wieder das, was ich letztens schon mal ein bisschen erklärt habe, dieses A Tale of Two Halves, quasi eine Geschichte von zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit waren die 49ers dominant, sind auch in die Führung gegangen, in die Hälfte gegangen mit einem 10-0, aber ja, haben in der zweiten Hälfte dann nur noch 7 Punkte hingekriegt, und vor allen Dingen ist die Defense halt auch eingeknickt und hat in den beiden letzten Vierteln jeweils 10 Punkte zugelassen, sodass sie dann am Ende logischerweise 20-17 verloren haben. Ärgerliche Kiste, wie konnte das passieren? Die 49ers waren sehr am Rollen und früh im Spiel sah es wirklich so aus wie, uff, Titans sind jetzt weiter auf dieser Abwärtsspirale und haben halt andauernd irgendwelche Penalties gehabt, und wirklich, die waren super schlecht beim First Down, und das hat dann so einen Trickle-Down-Effekt, das heißt, wenn du beim First Down schlecht bist oder Penalties hast, ist dein Second Down logischerweise dementsprechend länger. Wenn du ein gutes oder ein durchschnittliches First Down hast, hast du danach vielleicht Second and 7, Second and 6, Second and 5, was auch immer. Wenn du allerdings vielleicht eine Flagge hast, sagen wir mal, du hast The Holding, und dann hast du vielleicht danach einen Lauf für 3 Yards, bist du auf einmal bei 2 und 17. Was halt nicht so geil ist, ne? Dann musst du da versuchen, ans Dritte nah ranzukommen, dann musst du versuchen, das Dritte zu konverten, statt dass du beim Zweiten schon bei 2. und 6 bist, kannst dann von mir aus nochmal laufen für 3 Yards und hast dann einen 3. und 3, was halt eine ganz andere Situation ist, als einen 3. und 12 zu haben oder so ein Quatsch. Und dementsprechend sieht es dann manchmal so aus, als hätte ein Team Probleme beim Third Down, wenn es an sich Probleme beim First Down hat. In der zweiten Hälfte sind sie aber wirklich komplett umgeschwankt, sodass sie am Ende sogar eine richtig gute, oder was heißt richtig gut, aber eine verhältnismäßig gute Third Down Completion Percentage haben von über 50%, nämlich 9 von 16. Auf der anderen Seite bist du bei 3 von 8 und zusätzlich noch die Hälfte, also 1 von 2 bei Fourth Downs. Ja. 49ers haben sich diesen Punkt aber selber geschaffen sozusagen, wo es dann in die andere Richtung losging. Und das war die erste Interception von Jimmy Garoppolo, muss ich sagen. Man kann auch über die zweite reden als Punkt, aber die erste Interception war in der Red Zone. Das heißt, du verschenkst quasi garantierte Punkte, es sei denn, man geht davon aus, dass ein Field Goal verschossen worden wäre. Und das war an einem Zeitpunkt, wo es einfach absolut unnötig war. Und das ist das Ding, was ich häufig über so eine Verwalter-Quarterback sage. Das sind halt die Dinger, die man nicht machen darf. Das ist das, was ich in letzter Zeit mehrfach angesprochen habe mit den Colts oder auch mit den Steelers. Wenn du eine gute Defense hast, wenn du ein starkes Running Game hast, dann versau einfach dem Rest vom Team nicht das Spiel mit solchen Sachen. Ist natürlich super schwer zu sagen, denn wenn sie die Würfe nicht nehmen, nehmen sie andere vielleicht nicht, dann sehen sie zögerlich aus, nehmen Sacks, und dann sagt man vielleicht andersrum sowas, was ich häufig über Jared Goff sage, von wegen, hey, mach doch mal was, steh doch nicht immer einfach nur da und lass dich sacken oder wirf die Checkdowns, aber das ist ein feiner Grat, den man wandern muss. Und in der NFL muss man das hinkriegen, abgesehen davon, dass die Lions natürlich ein ganz anders aufgebautes Team sind als die 49ers, die Colts und die Steelers. So, das Running Game war okay bei den 49ers. Hat auch mehr jetzt von teilweise dicken Läufen gelebt, und selbst sie waren jetzt nicht so dick, so um die 10er-Yard-Marke, und dann wieder ein paar weniger. Jeff Wilson kam leider nicht wirklich rein, der hat ungefähr 3 nur gehabt am Ende. Deebo Samuel hat wieder ein paar Carries gehabt, aber auch da denke ich, der ist noch nicht ganz fit. Dann hat er natürlich noch diesen einen weiten Catch gehabt, hat am Ende wieder 160 Yards durch die Luft, nochmal 30 auf dem Boden, also wieder mal ganz entspannte 190 Yards. Und ich bin ehrlich, für diese Saison, für die Verhältnisse, hat sich das nicht mal angefühlt wie ein krasses Deebo Samuel-Spiel. George Kittle war leider komplett gar nicht da. Natürlich ist er immer noch ein Faktor im Blocking-Scheme, und er ist auch ein Faktor, weil er einfach die Aufmerksamkeit der Defense wegnimmt. Aber im Boxscore ist er letztendlich nicht wirklich zu finden. Das sind 2 Catches bei 3 Targets für 20 Yards oder irgend sowas in dem Dreh.
Und das ist was er auch am Ende selber angesprochen hat. Unsere besten Spieler haben nicht performt. Da muss man Deebo Samuel ganz klar ausklammern, meiner Meinung nach. Der hat performt, aber ansonsten Nick Bosa war nicht sonderlich da, beziehungsweise wurde er auch gut rausgesucht von den Titans, von wegen, okay, den lassen wir unser Spiel nicht kaputt machen. Aber George Kittle war halt wirklich nicht so da, wie er hätte da sein können. Auch der ist meiner Meinung nach noch nicht ganz wieder fit. Was heißt meiner Meinung nach? Meiner Meinung nach ist so, als könnte man eine klare Meinung dazu haben, aber ich vermute, dass er nicht ganz wieder fit ist. Er spielt so. Und wie gesagt, Jimmy Garoppolo war nicht gut. Der hat am Ende fast ein 90er Rating, weil er eine relativ hohe Completion Percentage hat und natürlich auch über 300 Yards. Aber nehmen wir mal den Deebo Samuel Catch, den weiten zum Beispiel. Das waren knapp 60 Yarder, glaube ich. Und da waren halt unter 10 Yards vor dem Catch. Und dann nach dem Catch kam halt nur Deebo Samuel dazu und auch Run After Catch einfach eine Route rausgesucht und dann noch Speed gehabt, um das Ganze umzusetzen, was extrem wenig Leute in der NFL hinkriegen würden, weil der Hälfte fehlt es dann an der Vision, der anderen Hälfte fehlt es an Speed. Und er hat halt beides, was super, super, super wichtig ist. Tannehill hat genau den Gegenpart gemacht von Jimmy Garoppolo. Er hat jetzt nichts wirklich Krasses gemacht, meiner Meinung nach, sondern hat einfach verwaltet und hat das Ganze passieren lassen. McNichols war gut als Faktor im Running Game, sage ich mal, und in der zweiten Hälfte oder immer mehr zum Ende des Spiels hin, war AJ Brown halt auch ein unglaublicher Faktor. Der sah am Anfang auch noch so aus wie, uff, der ist noch rostig, der kommt von der Verletzung, man sieht es eindeutig, und am Ende hat er 11 Catches, was crazy ist, für knapp 150 Yards und den Touchdown, sogar ein 40 Yarder, 41, 42, sowas in dem Dreh drin gehabt. Also das war wirklich, wirklich stark. Am Ende waren es die Turnover wieder 2-0. Und in knappen Spielen, wenn die Turnover deutlich auf einer Seite sind, das ist dann halt super ärgerlich. Denn bevor die Titans überhaupt wiedergekommen sind, hätten die 49ers vermutlich in der ersten Hälfte schon irgendwie 24-0 führen können oder sowas, statt 10-0. Oder sagen wir mal, selbst wenn 17-0 ist, das ist ein ganz anderes Ding. Ja, also das war definitiv ein gewinnbares Spiel für die 49ers, die den Sieg dringender gebraucht hätten als die Titans. Die Titans können jetzt theoretisch die Division klären, wenn die Colts verlieren, glaube ich. Oder es ist jetzt nächste Woche. Aber ich glaube, wenn die Colts verlieren, müsste die Division schon durch sein für die Titans. Und ja, die 49ers müssen jetzt halt wieder noch ein bisschen kämpfen hinten raus, um überhaupt noch in die Playoffs zu kommen. Sieht zwar immer noch gut aus, aber ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ich denke, es geht bei Jimmy Garoppolo auch wirklich nur noch für die 49ers drum, dass er gut aussieht, um am Ende mehr reinzuholen in der Offseason, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass sie mit Jimmy Garoppolo ins nächste Jahr gehen. Das ist so ein Kandidat, der vielleicht zu den Steelers gehen könnte, vielleicht zu den Broncos, auf jeden Fall zu irgendeinem Team, was gerne einen Veteran hätte und nicht an Aaron Rodgers rankommt. Entweder weil Aaron Rodgers zu einem anderen Team geht oder weil Aaron Rodgers halt einfach bei den Packers bleibt, was ja momentan immer wahrscheinlicher aussieht. Interessantes Spiel, wenn auch auf nicht besonders hohem Niveau, fand ich. Nächste Sache, wieder ein bisschen kleiner Downer. Washington Football Team Special Teamer DeShazer Everett hatte einen Autounfall. Der ist Defensive Back eigentlich, aber also er hat in jedem Spiel gespielt dieses Jahr, aber meistens halt nur Special Teams. Also er ist ein guter Special Teamer, schon lange in der Liga. Und bei dem Autounfall ist seine Beifahrerin gestorben. Es wurde nur gesagt, die waren eng. Also ist ja auch relativ egal, was da jetzt war, ob die was hatten oder ob die einfach befreundet waren. Aber ja, Beifahrerin, halt wieder die am Ende nichts dafür kann oder vermutlich weniger dafür kann, was weiß ich. Man hat noch nicht mehr Infos. Und das Ding ist, gerade bei diesen vielen NFL-Stories, die wir haben, denkt man halt jetzt direkt, okay, driving under the influence. Also entweder high oder betrunken oder beides oder was weiß ich. Und deswegen Autounfall gebaut. Aber man muss auch dran denken, Washington wird zurzeit auch nicht so warm sein. Ich bin da nicht im Bilde, aber ich nehme an, es ist nicht so warm. Vielleicht war da Eis, vielleicht war es glatt, vielleicht war das so eine Sache und vielleicht ist er komplett nüchtern und perfekt gefahren und vielleicht war das einfach so eine Sache, wo man nichts machen kann. Oder selbst, wo er vielleicht so einen kleinen Fehler drin hat und einmal kurz unaufmerksam war oder sowas, aber wo er letztendlich nichts für kann. Sowas passiert halt. Ist super ärgerlich, gerade wenn halt dadurch jemand ums Leben kommt, aber man muss aufpassen, dass bevor jetzt nicht irgendwelche Sachen rauskommen, wir jetzt nicht direkt alle auf die Schiene springen von wegen, oh, in der Vergangenheit war es in solchen Fällen in der NFL häufig, dass der betrunken war, der Fahrer, und deswegen war das jetzt auch so. Wir wissen halt momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos noch nicht mal, ob er zu schnell gefahren ist. So, wir wissen nur, dass halt was super Dummes passiert ist, was seiner Beifahrerin das Leben gekostet hat,
Und er ist scheinbar, er hat Verletzungen erlitten, aber ist nicht lebensbedrohlich und also quasi nicht so gefährlich. Ob so gefährlich ist, um seine NFL-Zukunft zu gefährden, wissen wir nicht. Ob die Umstände des Autounfalls seine NFL-Zukunft gefährden, wissen wir nicht. Aber ja, das sind doch erstmal nicht die wichtigen Fokuspunkte, auf die man sich konzentrieren muss. Wir hatten ja jetzt auch gerade erst die Henry Ruggs-Sache. Und ich glaube, das Einzige, was die NFL machen kann, um solcher Sachen habhaft zu werden, sagt man nicht. Das war jetzt schon wieder zu verschraubt geredet. Um solche Sachen zukünftig zu unterbinden oder vielleicht deutlich weniger zu haben, weil es wirklich meiner Meinung nach zu häufig vorkommt, dass man von irgendeinem Spieler hört, der zu schnell gefahren ist oder betrunken zu schnell gefahren ist oder mit einer Waffe im Auto erwischt wurde oder mit Gras. Ja, okay, Gras können wir vielleicht ein bisschen ausklammern, aber gut. Ich denke, die NFL muss da härter durchgreifen und muss eventuell wirklich Sachen einführen wie, okay, wenn du über dem Pegel erwischt wirst, oder wenn du mit so und so viel Kamera zu schnell erwischt wirst, dann bist du von mir aus die ganze Saison raus. Oder du fängst wirklich an mit Sachen, wenn du so und so viel drüber bist. Das müsste dann schon halt heftig sein, so Henry Ruggs-Sachen. Angenommen, er hätte keinen Unfall gebaut, sondern wäre nur erwischt worden, dass du dann wirklich sagst, lebenslange Sperre. Denn das ist das Einzige, was du wirklich machen kannst, um Leute davon abzuhalten, sowas zu machen. Denn momentan haben, glaube ich, viele NFL-Spieler das Ding im Kopf, ach, werde ich halt erwischt, bin ich halt da. Ah, mein Gott, ich bin NFL-Spieler, ich bin reich, am Ende passiert mir sowieso nichts. Und muss ich halt mal kurz ein Spiel aussetzen und muss sagen, oh, es tut mir so leid und darf danach wieder spielen. Ich glaube, so denken leider wirklich zu viele NFL-Spieler. Und sowas kannst du nur unterbinden, indem du richtig harte Maßnahmen einführst, dass die sich dann vielleicht vorher schon überlegen, oh, eigentlich würde ich jetzt voll gerne nach Hause fahren, aber ich habe getrunken, das kann ich mir nicht leisten, sonst werde ich gekartet und hahaha. Denn die Teams werden das von sich aus nie machen. Für die Teams ist das Ganze zu sehr Business. Und ich weiß, dass es für die NFL am Ende auch Business ist. Angenommen, auf einmal ein Mahomes macht sowas. Du willst ja als NFL nicht Patrick Mahomes verlieren. Aber die NFL kann das tragen. Die NFL hat insgesamt genug Stars, um sowas aufzufangen. Einzelne Teams teilweise nicht. Und deswegen müsste das meiner Meinung nach von der NFL kommen. Da wird die NFLPA sich vermutlich wieder, die Player Association, die Spielerverbindung da, sich wieder die Spielergewerkschaft querstellen. Aber es müsste meiner Meinung nach von der NFL kommen, von der Liga. Die Teams werden sowas nicht durchsetzen. Pro Bowl Voting ist durch. Die ganzen Teams sind jetzt bekannt, wenn ihr euch das angucken wollt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein extra Video dazu machen werde. Muss ich improvisieren. Vielleicht kommt eins, vielleicht kommt keins, aber ja, ihr wisst vermutlich inzwischen alle oder die meisten von euch sind ja nicht so viele jetzt in dem Jahr dazu gekommen, dass ich absolut kein Fan bin vom Pro Bowl-System, weil immer die Spieler mit Hype, die Spieler in den Teams mit Hype, die Spieler in den Teams mit der großen Fanbase, die werden immer eine deutlich bessere Chance haben, in den Pro Bowl zu kommen als Spieler aus kleinen Märkten. Und das nervt mich. Es sind Leute im Pro Bowl, die es meiner Meinung nach nicht verdient haben dieses Jahr, einfach weil sie einen dicken Namen haben. Ich liebe Alvin Kamara zum Beispiel, hat es meiner Meinung nach absolut nicht verdient, dieses Jahr im Pro Bowl zu sein, nur mit seiner Leistung von diesem Jahr. Der war auch verletzt raus, natürlich. Aber wir haben halt Spieler, die es verdient hätten, über ihm meiner Meinung nach, die aber einfach nicht diesen Namen haben, die nicht den Hype haben. Und das mag ich nicht, weil es einfach so ein Beliebtheitswettbewerb ist und gleichzeitig aber von vielen Leuten als Status benutzt wird. Von wegen, oh, der Pro Bowl Cornerback, der Pro Bowl da da da. Und das ergibt keinen Sinn, finde ich. Also ja, eventuell mache ich da nochmal ein Video zu, wer die größten Snubs sind, also wer meiner Meinung nach reingemusst hätte, der nicht drin ist und so weiter und so fort. Aber eventuell nicht. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich diese Knöchelsache habe. Ich habe mich ja in dem ersten Spiel mit den Knights dieses Jahr verletzt. Am Knöchel, hat ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, was es ist und so weiter. Und jetzt momentan ist nichts Schlimmes. Aber in meinem Sprunggelenk blockiert ein freier Gelenkkörper, blockiert quasi was. Ich kann dann mein Knöchel nicht mehr richtig beugen, beziehungsweise tut es dann halt sehr weh. Und deswegen habe ich jetzt endlich einen OP-Termin gekriegt. Hat ein bisschen gedauert, erst am 30. auf jeden Fall. Das heißt, es besteht die Gefahr, sage ich mal, dass die Streak um den 30. rum bricht. Allerdings weiß ich es halt jetzt auch schon im Voraus. Heißt, ich kann ein bisschen vorausplanen. Und es ist meines Wissens, ich bin leider nicht ganz sicher momentan, aber es ist meines Wissens eine ambulante OP, heißt, ich gehe hin, werde operiert und bin wieder raus. Also es sollte eigentlich klappen, aber nur falls die bricht, dann habe ich jetzt schon mal meine Ausrede. Gut, das letzte Richtige heute. Wir haben die College Football Bowl Games zurzeit. Diese ganzen Sonderspiele, wie so kleine Freundschaftsspiele am Ende vom Jahr nochmal, wo Teams gegeneinander kommen, die immer ungefähr gleich gut waren diese Saison. Das ist immer in einer festgelegten Stadt. Also die Stadien und die Organisatoren von diesen Bowl Games suchen sich dann immer ihre Teams aus und schicken Einladungen und so weiter. Und das ist ein bisschen wie ein kleiner Ausflug nochmal für das Team.
Für viele vielleicht das letzte Spiel nochmal in der Konstellation zusammen, bevor dann nächstes Jahr die Freshmen reinkommen und bevor die Seniors rausgehen und vielleicht manche Juniors in den Draft gehen und so weiter. Und deswegen ist es für viele cool. In letzter Zeit gibt es halt immer mehr Spieler, gerade welche, die hoch in den Draft gehen, die sagen, in dem Spiel geht es um nichts und ich könnte mich verletzen, deswegen mache ich das natürlich nicht, weil ich ja im Draft hoch gepickt werden möchte und so weiter. Deswegen gehen da immer wieder ein bisschen mehr raus. Eine Ausnahme davon sind natürlich die Halbfinalspiele. Da setzt eigentlich keiner aus, weil du ja das Finale gewinnen möchtest. Und dafür musst du erstmal das Halbfinale gewinnen, um ins Finale zu kommen. Die sind in der Nacht vom 31. zum 1., also Neujahr quasi. Am 31.12. um 21.30 Uhr ist das erste Halbfinalspiel. Das ist Nummer 4 Cincinnati gegen Nummer 1 Alabama. Alabama ist hier 13,5 Punkte Favorit. Das könnt ihr gucken. Gerade weil es ja dann vermutlich auch mit Kontaktbeschränkungen und sowas wieder ein bisschen strenger wird. Deswegen ist vielleicht gut, wenn ihr zu Hause bleibt und die Spiele guckt. Glaubt mir, die werden richtig cool, auch von der Stimmung. Wird super geil. Eventuell streame ich dabei, aber ich muss gucken. Ist halt auch relativ kurz nach der OP und so weiter. Und dann um 1.30 Uhr am 1., also quasi, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 4 Stunden später, ist dann Nummer 3 Georgia gegen Nummer 2 Michigan. Georgia ist hier 7,5 Punkte Favorit. Also auch das wird sehr, sehr spannend sein. Und dann haben wir die beiden Finalteilnehmer danach. Und ich glaube, 1 oder 2 Wochen danach, sind es 2? Ich bin der Meinung, es sind 2 Wochen danach, ist das College-Football-Finale. Aber es könnte auch tatsächlich nur 1 Woche sein. Auf jeden Fall, dass ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich oder ob ich streame. Und wenn, dann versteht es nicht falsch. Ich kann natürlich nichts vom Spiel zeigen. Ich sehe gerade in der Nacht zum 11. Genau, in der Nacht zum 11. ist, also 10 Tage später, ist dann das Finale. Wie gesagt, wenn ich streame, dann nur meine Reaktion drauf. Ich kann nichts vom Spiel streamen, also erhofft euch da auf jeden Fall nichts. Als allerletztes möchte ich mich natürlich nochmal bei allen meinen Mitgliedern bedanken und vorher bei allen, die sich in der Zeit jetzt, wo das Gewinnspiel für die Creator war, Holy bestellt haben. Ich habe noch kein Ergebnis. Die werden über Weihnachten jetzt natürlich auch nicht im Büro sein und so. Die kümmert ja da das Gewinnspiel nicht. Die sind bei ihrer Familie und sowas hoffentlich. Aber sobald ich da was weiß, werde ich euch erzählen, ob und was ich gewonnen habe und was damit passiert und so weiter. Also ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Aber natürlich ein riesiges Shoutout an alle Kanalmitglieder und ganz besonders die im höchsten Level. Shoutout an alle meine Pro-Bowler. Vielen Dank. Zäckchen, Paul Rositzka, Robol war richtig, wäre im Stream neu dazugekommen, aber Robol war richtig. 14 Shorty, Mathis K, Pausen Channel, Gordon Sport, natürlich kennt man Leo Riemann, Fabian, Marcel, Prinz Champ, Benny Burmeister, Yasil Kunz, Maxim, Hannes Walder, Sven, Pollux96, Chris, Shreddies, Matthias Fischer, Joshua E. Kutnessner, Janaya, Stefan Gründer, TJ Ryan, GGT, auch bekannt als Lukas und Blindage91. Steve Arizona, Max Ambitious, Marcel Go Falcons, Jonas Eberlein, Nacho Out, Levin Faust, Jets Army, Kanallegende, Window 2, Yankee Tango, Patrick Schneider, Tobias Mangel, Christian Rieckert und It's Pretty Ass. Ihr merkt, sind nochmal einige dazugekommen, als ich gestern Heiligabend abends nochmal live gestreamt habe. Auch da Shoutout an alle, die da waren. Und natürlich, wie gesagt, vielen Dank an alle Mitglieder und besonders an die Pro Bowler. Das war's mit dem Newsflash. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt noch schöne Weihnachtstage. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.